Hallo Leute, hier ist wieder euer Banana Brother Chili und willkommen zurück bei Let's Play Chrono Trigger. Oh, eine Hasspille. Die geben wir dieses Mal ausnahmsweise nicht da Kane. Die bekommt nämlich jetzt mal Chili, weil Chili ist eigentlich ja in dem Spiel als, beziehungsweise der Charakter halt Chrono, ist eigentlich in dem Spiel als, ich glaube, fast der schnellste oder. Wie heißt sie hier? Ingeborg, genau. die schnellste und, oder der schnellste, whatever, bla. Boah, komm her, wir. Ne, okay, abziehen tut er uns auf jeden Fall schon mal nichts. Aber trotzdem, ich hätte gerne das, was da liegt. Sehr gerne sogar. Jetzt müssen wir erstmal wieder Spannung holen. Das gibt's doch nicht. Nee. Also der muss auf jeden Fall so sein. Das hier, das muss weg. Na gut, dann gehen wir erstmal hier rein. Da hoch. Wäre vielleicht ein Anfang. Hört gut zu, Menschen. Lavos Kinder werden eines Tages auf anderen Planeten nach Beute suchen müssen. Diese Welt könnte sie erhalten, wenn da nicht die Menschen wären. Wir Roboter werden eine neue Ordnung schaffen, eine Nation aus Stahl und purer Logik, ein Paradies. Unsere Spezies wird euch ersetzen, also unterlasst den närrischen Kampf und beugt euch dem ewigen Schlaf. Was zur Hölle? Was ist das? Wir müssen sie retten. Ah! Stoppen wir die Maschine. Zu gut bewacht. Wir müssen den Zentralcomputer zerstören. Okay, selbst für Arcane ist die Spannung zu groß. Genau passiert mit denen. Und da ist nur noch dieses Funkeln. Boah. So, Gewitter 2. Jetzt kommen. Wenn ihr weiter so macht, dann hätten wir gar nicht mal angreifen müssen. Hä? Fazit, wir hätten gar nicht angreifen müssen. Weil die dafür sorgen, dass sie selbst sterben, so ziemlich. Chili. Oh, da Ken und Chili erreichen die nächste Stufe. Okay. Einfach nur Auto-Hits. Einfach nur Auto-Hits. Der hat sich jetzt schon selbst getötet. Der auch. Na, kommen noch welche. Der auch, okay.
Das Zornband ist too strong. Und richtig cool, ey. Achso, okay, dann müssen wir haben wir einen abgesetzt. Na gut, aber den zweiten brauchen wir noch. Aber an den kommen wir ja nicht ran. Ein Mega-Elixier. Hm. Das nehmen wir doch gerne an. Ach süß. Haha. She tries to win. They try to win. Yeah. We give you the die move. Ja. Alles gut, alles gut. Ah, penis. Bam. Und weiter geht's. Boing. Oh, wo führt der hin? Hm. Okay, einer und zwei. Boah, Frozy macht fast einen 1000er Crit. Und Frozy reicht die nächste Stufe. Und der Laser ist weg. Jetzt immer noch die Überlegung, wo bekommen wir Strom hin? Das gibt uns keinen Strom. Wie sollen wir bitte schön in der Zeit darüber kommen? Dieser Computer. Achso, ja, die hatten wir schon. Ah, okay. Ich habe jetzt gerade gesehen, was der Schalter bewirkt hat. Das Fließband läuft jetzt nach oben. Sprich, wir sind weitaus schneller unterwegs. Und er folgt uns jetzt, wie es aussieht. Aufkommen. Put.
Da äugelt ein bisschen. Wir machen uns derzeit hier alles gemütlich und ja. Und weiter geht's. Jetzt müssten wir eigentlich sogar langsam, aber sicher. Wie ist unsere. Obwohl die Statistiken passen eigentlich. Also die. HP und. Ah! Willkommen daheim, Prometheus. Atropos. Ja, es ist lange her, nicht? Du kannst jetzt mit der Verstellung aufhören. Du hast dich verstellt? Muha. Im Gegensatz zum Rest der R-Serie hatte Prometheus eine besondere Aufgabe. Unter Menschen leben und sie als Spezies studieren. Unmöglich. Sag es ihnen, Prometheus. Er war ein pinker Roboter. Süß! Trete nun zurück. Wir entsorgen diese Menschen und besuchen Mutter. The Kane. Bam! Voll auf die Nase, ey. Putz! Was tust du, Prometheus? Ich lasse nicht zu, dass du sie verletzt. Du bist in der Tat defekt. Sie haben dich manipuliert. Ich zerstöre sie und repariere dich dann. Atropos, du warst früher anders. Genau. Dank Mutter kann ich Menschen nun effizienter vernichten. Trete zurück, Prometheus. Mein Name ist Arcane. Oh Mann, so eine Roboterstimme total monoton zu machen, ist extrem abfuck. Prometheus. Bam. Halt. Wartet und überlasst das mir. Atropos. Prometheus. Bam. Erstmal eine Force und jetzt. Noch süß, damit meinst du, kommst du weit. Oh, die scheint die gleichen Skills zu können wie wir. Nur guck dir diese Force an. Bam. Oh, das war ein Robo-Angriff. Da zeigen wir dir mal, wie das geht. Da, mehr geheilt als du. Was ist los? Das sollten Uzi-Punch sein. Komm her, komm her. Wir zeigen dir mal, was ein Uzi-Punch ist. Das ist ein Uzi-Ball. Och, deine Sektorbombe, die kannst du dir in deinen metallischen Arsch schieben. Oh. Du Metallpussy. Bam! Jetzt erstmal einen Kraftschrei, weil ich mir unsicher bin. Der Robo-Angriff von ihr hat ja doch sehr viel abgezogen. Aber wenn jetzt dauerhaft eine Sektorbombe kommt, haben wir den Sieg schon so gut wie in der Tasche. Okay, den haben wir auch so. Bam! Ich bin. Pro-
Prometheus, es ist Äonen her. Atropos, ich bin beschädigt. Was ist geschehen? Atropos, meine Speicherbänke. Mutter muss mich auf gemeine Weise umprogrammiert haben. Speicher teilweise erhalten. Es tut mir leid, Prometheus. Atropos, hier für dich, für deine Schaltkreise. Bitte pass darauf auf. Leb wohl, Prometheus. Atropos Band erhöht Dakains Geschwindigkeit um 3 und seine Magieverteidigung um 10. Das wird aber hier bestimmt sowas sein, oder? Ach nee, das wird passiv dazu gerechnet. Boah, Alter. Das ist hart. Also das ist dann schon heftig. Dann würde ich sagen, beenden wir auch diesen Part an dieser Stelle. Und wir sehen uns beim nächsten Part wieder bei Let's Play Chrono Trigger. Hier an dem Speicherpunkt, würde ich sagen. Kommt mal alle her. So. Bei dem Speicherpunkt wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.